Here we go again, my friends. Here we go again. Damit wie gesagt, willkommen zum Livestream, beziehungsweise auch nebenher die Aufnahme mitlaufen lassen. Hier im Euro Truck Simulator noch ein bisschen, will allgemein nicht sehr lange machen. Weiß auch noch nicht, was ich heute Abend mache. Für mich geht es ja ab Mittwoch wieder ins Berufsleben und somit auch in ein ungewisses Stand allgemein. Moin Moin Odin. Neuen Lebensabschnitt, sag ich einfach mal. Und deswegen weiß ich nicht, wie es dann in Zukunft erst mit Streams und Aufnahmen aussehen wird. So, deswegen jetzt erstmal ganz kurz ein bisschen Truck-Simulator fahren, was es heute Abend gibt. Schauen wir einfach mal, auch ob ich den Stream anschmeißen werde oder nicht. Ist immer abhängig davon, wie funktioniert das Ganze die ganzen Tage. Es hat ein paar Problemchen gegeben. Wer sich vorgestern an meinen Stream erinnern kann, dabei gewesen ist, weiß, ich habe versucht, Minecraft zu zocken und es wollte nicht, wie es eigentlich sollte. Und deswegen werde ich einfach mal schauen, ob es heute Abend was gibt oder nicht. Fakt ist auf jeden Fall, dass ich mich freue, seitdem ich einen Affiliate-Partner habe. Qualitativ wird einiges besser wiedergegeben und nicht nur wiedergegeben, sondern allgemein läuft es ein bisschen smoothiger, sag ich mal. Der eine Tag war ja testweise. Ich habe mich auch erschrocken, wie da jemand reinkam und erstmal ein paar Cheers verteilte. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist, man kann sich sogenannte Bitcoins kaufen. Zurzeit wohl erstmal nur möglich über Kreditkarte, beziehungsweise wer damals noch welche hatte, Bitcoins, konnte die auch anders bezahlen. Die überarbeiten das Ganze aber noch. So ein kleines Paket mit 100 Bitcoins war es, glaube ich, für 1,99 umgerechnet. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Und die kann man Streamern halt geben. So, damit meine ich halt, die kommen rein in den Channel, drücken da drauf. Und ja, können auch einen kleinen Text dazu schreiben. Dann kommt so ein schönes, unbekanntes Geräusch für die Leute, die es noch nie hatten. Und es wird dann auch angezeigt, dass einer dir ein Cheer verteilt hat. Auswählen kann er zwischen den 1 oder unendlich bis nach oben, wie viele er dir geben will. Und man wird anteilig damit reingezogen, inbegriffen, wie auch immer. Und das fand ich halt total geil an dem Tag. Es war testweise, hat alles super funktioniert. Dann kommen wir hier mal in eine Garage, fahren wir direkt mal hin. Und seitdem kann ich nur von meiner Seite sagen, es läuft viel besser. Gestern ist doch aufgefallen, qualitativ, dass da einiges mehr rüberkommt. Man wird jetzt praktisch so gesehen als Twitch offizieller Partner gehandelt. Und ich verstehe jetzt aber auch die ganzen, den ganzen Unmut, sag ich mal, von den Haupt-Twitch-Partnern, weil die es halt ungerecht finden, dass alle das jetzt in den Schoß gelegt bekommen. Kann man sehen, wie man will. Ne, ich sehe es auf einer Seite positiv für kleine Streamer auch, der endlich mal was zu kriegen oder die Chance zu haben, wo sind wir überhaupt hier? Die Chance zu haben, da irgendwie was reißen zu können. Auf der anderen Seite denke ich mir, ja, haben sie schon recht. Wir sind hier in, ist das Reims? Ja, wird Reims sein. Die hatte ich aber doch schon, die Garage. Deswegen bin ich ein bisschen baff. Reims. Da. Ja, und deswegen bekommen Hauptstreamer jetzt noch weitere Zusätze. Sprich, mehr Emoticons. Sprich, man kann da Abo-Sessions abschließen. Man kann sich aussuchen, ob man den Streamer mit 4,99, also im Standard, unterstützt oder halt mit größeren Paketen. Es geht bis zu 29,99 oder was das war, oder 25, bin mir jetzt nicht sicher. Und so weiter und so weiter. Und das ist jetzt jedem selbst überlassen. Moin Hölle, grüß dich. Ich habe leider keinen Ton, weil nasse Haare. Alles klar. So, wie gesagt, ich werde auch nicht so lange machen, vielleicht ein, zwei Touren. Ist für mich jetzt nur mal, ja, so ein bisschen wieder reinzukommen hier. Zu schauen, wie es denn heute an einem Nachmittag läuft. Späten Nachmittag, muss ich ja schon sagen. Und so weiter und so weiter. Und dann mal gucken, wie gesagt, was es heute Abend gibt.
ob wir Stream anschmeißen oder nicht. Schauen wir einfach mal. Schauen wir mal. Ja. Ich wollte irgendwas sagen. Ich habe es aber total vergessen. No, Thema Troller. Troller sind in letzter Zeit nämlich wieder ziemlich häufig vertreten hier bei uns in Twitch. Und da geht der ganze Spektakel nämlich schon los. Finde ich sehr schade. Ich hoffe, dass man da auch den Support von Twitch-Seiten her besser genießen kann, sag ich mal. Dass man praktisch auch so einen Support wie Twitch-Partner vollwertige Streamer hat. Kann nämlich auch Vorteile genießen, dass die verfolgt werden und so weiter und so weiter. Schauen wir einfach mal. Moin Xenon, grüß dich. So. Ja, wie gesagt, Minecraft ist so ein Thema momentan zu streamen. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich habe jetzt letzte Nacht, war das ganz, ganz kurios. Wir haben so einen geilen Ausflug in den Nether gemacht. Und alles super gelaufen. Wir wollten eigentlich schwarze Skelette holen, die es irgendwie in dem Modpack nicht wirklich als Spawn-Variante gibt. Warum, weshalb, keine Ahnung. Aber ist mir auch ehrlich gesagt Wayne. Hat im Endeffekt nachher noch funktioniert, dank der Hilfe von jemandem. Und ja, dann ist irgendwann Minecraft abgestürzt. Minecraft abgestürzt, also Life in the Wood, Renaissance Launcher, immer wieder Java-Meldung, Fehler, dies, das hast du nicht gesehen. Ich habe probiert, gemacht und getan, Java deinstalliert, Java neu drauf gemacht. Ich habe zu guter Letzt denn das Spiel einmal komplett runtergeschmissen und nochmal frisch installiert, die Speicherdateien dann halt aus dem Technic Launcher Life in the Woods Gronk Paket rüber kopiert. Hat auch alles super funktioniert. Ich weiß, da war ein Stoppschild, aber scheiß drauf. Hat auch alles super funktioniert. Ja, und auf einmal funktionierte das ganze Spiel auch wieder. Keine Ahnung, was es mir da zerschossen hat, aber es war schon wieder so ein typisches Java ist eine kleine Bitch Variante vorkommen, wie auch immer, ist ja scheißegal. Auf jeden Fall, ja, Spiel deinstalliert, neu draufgeklatscht, alles lief wieder. Keine Ahnung, was es zerschossen hat, aber ist doch ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Aber gut. Letztendlich, wir haben unsere Knochen, wir haben unsere Herzcontainer und so weiter und so weiter. Das war eigentlich Hauptziel des gestrigen Ausfluges. Und ja, seit der neuen Grafikkarte, keine Ahnung, habe ich ab und zu mal das Problemchen. Ich hoffe, dass ich das mit dem gestrigen Update oder ich muss ja sagen, heute morgigen Update wiedergelegt hat. Und zwar musste ich immer weiter und neu meinen Sound-Output festlegen und so weiter und so weiter. Jo, kein Thema, mein Freund. Guck mal, da hätte ich auch durchfahren können, egal. Das Originalgetreu, lassen wir den weiter, lassen wir den durchfahren. Und ab jetzt dafür. Aber ist einer, der sich nett bedankt hat mit der Lichthupe. Oh, ich gar nicht weiß, wo ich es eingestellt habe. Ist mir aber ehrlich gesagt total Wumpe. Ja, Thema andere Spiele. Also ich teste nebenher immer noch so ein bisschen Aufnahmen mitlaufen zu lassen. Minecraft ist da ein bisschen eigen. Sobald ich das Aufnahmeprogramm mit dem Hintergrund aufhabe, lässt es mich im Stream nicht starten, übertragen. Warum, weshalb auch immer. Keine Ahnung, woran es liegt. Ob es jetzt mit den Grafikkarten Update fix getan ist oder nicht. Müsste man ausprobieren, aber Fakt ist auf jeden Fall, es klappte einfach nicht. Und ja, deswegen habe ich es da erstmal sein lassen, was die Aufnahmen angeht. Habe es da wirklich reingestreamt. Jetzt hier den Truck Simulator ist der nächste Test. Ich habe auch schon probiert, GTA. GTA funktioniert wunderbar. Kann ich als Stream und Aufnahme laufen lassen. Ich denke, GTA ist schon ein leistungsfressendes Spiel eigentlich. Sollten die anderen auch kein Thema sein. Minecraft, wie gesagt, immer so ein eigenes Ding.
Keine Ahnung. Ach, Spargel. Heute gibt's ja Spargel. Heute gibt's Stinkerites in der Pupso. Bei Mademoiselle Höllentor. Jo, mach das. Dann juten Hunger und bis später. Bis später, später. Kannst du schon mal überlegen, was du heute Abend spielen willst? Falls du das hörst. Keine Ahnung. Ja. Also ich habe jetzt einige Zusatztitel ja auch bekommen durch die Grafikkarte, dieses Dawn of War 3. Auch so ein Strategiespiel in Anführungszeichen aus dem Warhammer-Universum, wo ich sagen muss, ich habe es noch nie gespielt, die ganzen Vorteile und sonstiges, und habe mich ein bisschen schwer getan mit den ja fast 23 GB, die man da runterladen musste. Und ja, dann habe ich reingeschaut und musste schnell feststellen, es könnte lustig werden, ist aber auf der anderen Seite ja nicht wirklich meine Welt. Sondern habe ich Tom Clancy's Raccoon Wildlands, wie es da heißt, habe ich bekommen. Und ja, das ganze Spiel auch mal getestet. Das scheint aber wirklich nur in einer Koop-Truppe interessant zu sein. Also da auch nicht wirklich, ja, meine Welt erstmal. Ist so wirklich The Division aufgebaut, aber halt im mexikanischen Bereich. Also du bist halt Spezialeinheit unterwegs, muss à la Just Cause Gegenden befreien, Sachen markieren für irgendwelche Rebellen, die dann Ware, Getränke, Essen, bla, hops, tritra, trulla da dann abholen nach und nach. Ja, das ist eigentlich so Hauptziel. Du musst halt sneaky peaky vorgehen, sag ich mal. Wie gesagt, kann lustig sein im Koop. Kann es aber auch nicht, ich weiß es halt nicht. Ja, was haben wir noch bekommen? Oh, es sind so einige Spiele, die jetzt so nach und nach... Was? Shut up, Pashuna, Hui, Bled, Disu, Dai, was? Einige Spiele, wie gesagt, die jetzt so nach und nach rauskamen, die man dann doch mal nach und nach auch bekommen hat. Zum Beispiel jetzt ganz günstig im Angebot, da ist zum Beispiel mein Steam-Guthaben für benutzt, dieses Tabletop-Simulator. So, ich hoffe... Aber der hat gewartet, schon mal nice. Ja, Tabletop-Simulator, genau. Und ich habe keine Ahnung, es sind so viele Games. Da haben wir so ein Paket geschenkt bekommen von Square Enix, da war irgendwie was. Was will der Typ? Ich habe keine Ahnung. Da soll er doch Englisch reden. Muss ich jetzt gestern wieder an eine Szene denken, die so in meinen Clips drin sind, wo wir unterwegs gewesen sind, so klein Cowboy-mäßig. Und auf einmal in-game ganz laut einer gesprochen hat, Leco mio. Und ich habe mich da so erschrocken, saß da erstmal mit groß aufgerissenen Augen und so weiter und so weiter. Ja, das wird auf jeden Fall doch öfters vorkommen, denke ich mal, hier im Truck-Simulator. Ja, und was wir momentan auch wieder ziemlich oft spielen, ist GTA 5. Da gibt es noch bis zum 1. Mai doppelte EXP und doppelte Money. Und das ist halt recht interessant. Wer sich dann auch erinnern kann, ich habe damals meinen PlayStation 3 Account portiert, was ja eigentlich ohne Probleme funktionieren sollte. Hat es aber nicht. Verschiedene Items habe ich bekommen, ganz klar. Aber meine Money war weg. Ich habe nur die Portierungsmoney bekommen. Und was auch weg war, sind meine ganzen Level gewesen. Und ja, da war der Unmut schon wieder richtig groß von mir. Also ich habe praktisch bei GTA 5 auf dem PC bei 0 angefangen. Und wer auch sich noch daran erinnern kann, durch alte Streams, da ist es halt so gewesen, wir haben Missionen gemacht und sind dann irgendwann durch einen Hacker aufgehalten worden bei den Heist-Missionen, und ja, da haben wir das Ganze sein lassen, sodass ich die Heist-Endmission zum Beispiel gar nicht erst abgeschlossen habe. Ach, da ist er wieder. Das war der. Wird das der auch sein, der da die ganze Zeit gesprochen hat, wa?
Ja, wie gesagt, da sind wir momentan ganz arg dabei, in GTA 5 Money ran zu schaffen für verschiedene Fahrzeuge. Da gibt es ja Motorradclubs und so weiter, die man sich erstellen kann. Irgendwelche illegalen Geschäfte, die man tätigen kann. Man kann auch natürlich auf legalen Weg irgendwie Geschäfte erledigen und so weiter und so weiter. Oh, warum hat der jetzt abgebremst? Keine Ahnung. Ja, ich muss dazu sagen, diese illegalen Geschäfte, man kann durch andere Spieler aufgehalten werden. Das kann man auch wirklich nur im Nicht-Passiv-Modus erledigen. Man muss Warengüter beschaffen für die illegalen Sachen, die man herstellt. Sei es irgendwie illegale Papiere, sei es irgendwie im Drogenbereich, also für die Hanfplantage und so weiter halt. Du kannst, während du diese Sachen, diese Teile, die du benötigst, beschaffst, kannst du von anderen Spielern aufgehalten werden. Das ist mal ganz, ganz übel. So viele Modder werden die ja da im GTA 5-Bereich genannt, statt irgendwie Cheater. Wird das Ganze richtig übel erschwert. Und da macht das Ganze dann nicht wirklich Spaß. Ich finde es eine coole Idee, aber ich finde auch, dass Rockstar Games da mal in die Puschen kommen müsste, sollte, wie auch immer, um endlich mal eine coole Anti-Cheat- bzw. Anti-Mod-Engine auf die Beine zu stellen, beziehungsweise sollten die da mal öfters mit ihren eigensten Leuten auf die Server gehen, diese kontrollieren und ein Permaban, was diese Modder angeht, aussprechen. Und nicht dieses typische, ja, da wurde jemand reported und ja, liegt alles nah und dann bannen wir den erstmal und der muss sich bei uns melden und dann wird es erstmal eine lange Prozedur, dass wir den wieder freigeben, weil er hat ja gepfuscht, gecheatet, irgendwelche Barrieren umgangen. Das finde ich immer lustig. Leute, die auf ganz legitime Art und Weise Leute reporten, denen wird kein Gehör geschenkt und dann kommen da irgendwelche dahergelaufenen, die halt ein bisschen salty sind, weil man ein bisschen besser zockt, sage ich mal. Einen reporten, natürlich abgefuckt sind. Das spielt ja wirklich auch immer die Verbindung, die eigene Verbindung, immer eine sehr gravierende Rolle. Und ja, diesen Reports wird halt Gehör geschenkt, beziehungsweise Auge geschenkt. Und zack, kommst du einen Tag später online und denkst, hey, warum bist du gebannt? Was ist denn hier los? Alles schon in Freundeskreisen erlebt. Deswegen ist es nicht nur so daher erzählt, sondern wirklich erlebt. Und ja, ist alles nicht sehr lustig. Jetzt am Handy mit Ton. Beim Spargel schälen? Wie schälst du jetzt Spargel? Oder hast du dein Handy jetzt in der Bauchtasche? Oder in so einem... Wie nennt man die Dinger? Es gibt ja auch sogenannte, um im Vergleich zu setzen, diese Baby-Bauchtaschen. Gibt es ja auch für Kameras und so weiter. Hast du dir jetzt sowas umgeschnallt, guckst jetzt Stream mit Kopfhörern und schälst dabei Spargel? Nice one. Wie gesagt, aber da eine Anti-Mod, Anti-Cheat-Engine sollten sie schon mal an den Start bringen, um endlich dem ein Ende zu setzen, dass da wieder mehr Spaß garantiert ist, ganz ehrlich. In der Brustfalte. Auch nicht schlecht, genau, in der Brustfalte. Dein Handy liegt neben dir. Okay. Okay. Aber wenn dein Handy neben dir liegt, ne? Wie kannst du denn schreiben? Oder schreibst du mit dem Spargelschäler auf dem Handy tippend? Ja, also wie gesagt, das zu GTA 5. Es macht schon Spaß. Wir haben jetzt die Tage, weil die Aktion ja gestartet ist, bis zum 1. Mai einloggen, um 450.000 Ingame-Dollar zu ergattern. Ist die Server total überlastet. Da haben wir probiert, mal die Vorbereitung für die Heist-Mission wieder zu machen. Also wirklich von Null bis zur Endmission uns da durchzuringen und es klappte nicht. Keine Ahnung warum, ob die Server so überlastet sind oder was weiß ich nicht was. Es sind einfach NPCs nicht umgefallen. Wir haben nur Gott weiß wie viele Magazine reingeknallt. Dann sind Missionen gescheitert, obwohl sie nicht scheitern durften. Wegpunkte wurden nicht angezeigt und so weiter und so weiter. Also alles in allem totaler Scheiß momentan, was das mit den Servern angeht. Du schreibst mit dem Spargel, Das ist jetzt so eine innige Beziehung zwischen Spargel und dir, ja? Ich verstehe. Ich verstehe. Sind das schon mal die Vorübungen?